Du bist 12 Minuten zu spät. Was ist denn deine Erklärung? Beziehungsweise deine Entschuldigung? Flixbus gebucht. Ja, weil du permanent auf Welttournee bist. Willst du nicht mal eine Pause machen und mal eine Weile in Dresden bleiben? Sag's im Scheiß August, Alter. Ja, stimmt. Ja, der Meister August ist Ja, halt wie willst du sein nur 12? Welttournee-Manager und der Max Der ist ist er deswegen. nicht. Der sagt nur, was ich. Der gibt das nur vor, aber bucht das nicht. Ja, und Meister August, das ist ein harter Manager. Wenn du die Route kennen würdest, die ich fahren muss ab hier Mettmann, dann. Ja. Nee, ich mache keine Welttournee, das ist mir nichts, das ist mir zu stressig. Ja, ist richtig so. Ja, Das naja, ich gammel da lieber in 12-Stunden-Schichten. Genau, ich naja, habe gehört, du bist mir hier diesen Gönnergy. in der Tat, ich muss Ja, das aber naja, wie? festhalten. Also, Ja, aber wie? Also, lädst du das dann hoch ja, oder ich ist habe das? eine Kamera mitgebracht, Aha, um perfekt, das okay. Na, Video dann machen wir mal kurz eine Pause. Eine Dose würde ich für mein Video verwenden, damit wir uns den Erfolg teilen, der Gönnergy-Verzerrung. ich muss es ja trotzdem filmen, wie du es verzehrst. Also, du kannst es ja Na, auch na, na, wie filmen. viele Dosen hast du mit? Drei, einer von jedem Geschmack. Ach so. Da filme ich, also wenn du meine Kamera Ich kann bei auch zwei den. Kameras halten gleichzeitig. Ja. Na, ich müssen wir ja nicht bei 3 Dosen machen. Ich denke mal, die Blaubeere, ab da kannst du filmen. Alles. Die anderen beiden Sorten, denke ich mal, werden mich nie so ficken. Keine Ahnung, mal gucken. Also, ich denke mal, Blaubeere wird das Highlight. Genau. Also, ich würde erstmal hier eine Pause machen. Genau. Das, ja, wir haben wirklich einen Nervenzusammenbruch hier. Sorry. Können Sie mich am Freitag von Düsseldorf nach Paris fahren? Can you drive me from Düsseldorf to Paris on Friday, please? Dorfeldes. Ich? Yes. Dorfeldes. Was? Aber warum ich? You're a Ja, handsome man. Nein. okay. Nein. We are. Proud. Ja. Ja, wir sind verfickt nochmal stolz. Aber auf was sind wir stolz? Feminisier. Ja, ich auch nicht. Danke. Ja, ich bin kurz vorm Kotzen, aber das liegt daran, dass ich die gerade so schnell getrunken habe. Es schmeckt immer noch geil, trotz Würgereiz. Na, wenn man das, was man trinkt, wieder ausbricht, dann ist es schon wichtig, wie das geschmeckt hat, weil man muss es dann nochmal schmecken. Also. Also, ich verkoste jetzt Gönnergy Blueberry Coconut Geschmack. Und ja, egal wie das jetzt schmecken wird, ich hoffe irgendwann auf eine limitierte Edition, wo hier ein zweites N steht. Das war eine sehr milde Ansage. Das ist übrigens seine dritte Dose. Alter Junge. Ich meine, du hast ja innerhalb von weniger als 4 Minuten zwei ganze Dosen. Das ist schon wirklich stabil. Naja, also wenn man Energy Drink testen will, dann muss man die erstmal exen, bis einem schlecht wird und dann kann man entscheiden, ist der Geschmack immer noch genauso wie am Anfang des Trinkens? Und ich muss sagen, es ist absolut geil. Also der Geschmack ist fantastisch. Der Mann hat es einfach Also verstanden. das ist wirklich jetzt mein Lieblings, mein Favorit und es schmeckt halt tatsächlich richtig, richtig geil. Ja. Das ist wirklich. Den fand der Diabetes am schlimmsten, das ist einfach nur geil. Ja. Ja, da hast du halt kein Diabetes. Ich. Nein, nee, alles gut. Ja, du Nee, kannst den Mann auch heftig beschimpfen, das ist nicht so ja, schlimm. nee, das war zu krass. Achso, na gut. Das lass mal sein. Na, schade. Da kann ich mich nie beherrschen. Also, wir haben ja wirklich einen wahren Energy-Liebhaber, das ist ja krank. Ja, aber mir ist echt schlecht. Ja, das ist ja logisch. Nee, den muss ich mir einteilen.
Na, ich würde nur einen Schlückel nehmen. Scheiß mir sonst in die Hose. Aber ich muss wirklich kotzen, Mama. Na Junge. Ja, das war halt auch sehr schnell getrunken. Soll ich noch weiter filmen, oder? Ja, ich habe jetzt echt fast gekotzt. Ich habe noch ein paar Mal gewürgt. Ja, aber es passt schon. Also schmeckt wirklich richtig geil. Ich habe bloß tatsächlich die zwei anderen geäxt. Und ja, das ist mir gerade ziemlich aufgestoßen. Also was ist geäxt? Naja, so gut wie. Na gut, okay. Dann, boah, ist das krank. Naja, aber hat Onkel Monte wirklich mal was Feines hier gezaubert. Ja. Nee, das ist vor allem, ja. Also es schmeckt halt wirklich besonders gut. Also es ist nicht einfach nur ein leckerer Energy-Drink, sondern der Geschmack, der ist wirklich fantastisch, finde ich. Das liegt am Samen des Eris, der enthalten ist. Ja. Oh. Krass. Naja. Ich meine, ich selber, ich gucke halt Monte überhaupt nicht. So, weil mich der Content halt nie so interessiert. Aber jetzt trinke ich auf jeden Fall die Energy-Drinks von ihm. Man ist immer irgendwie miteinander verbunden. So. Entschuldigung, hätten Sie zufällig die Möglichkeit, mich am Freitag von Düsseldorf nach Paris zu fahren? Nee. Nee. Dorfeltes. Sie okay. Sind nicht die Erste, die ich frage. Nee, ich muss Freitag arbeiten. Ach, Mann. Ach du Heimatland. So hätte ich gerne gesagt. So. Vielleicht vor der Arbeit? Klar, ich fange um 5 Uhr an. Mit der deutschen Literatur. Wollt er nicht. Ja. Naja, das macht nichts. Von arbeitenden Menschen sollte man sich grundsätzlich fernhalten. So. Ja, hier ist Schlagsahne, Sahne, Wunder, Schoko. Was ist denn da? Ja, die Adresse des Inhabers. Ja, das der Kitty Sau kommt das Essen. Das Paket. Junge, naja, das ist. Was ist denn? Ja, das ist Glas, laut überall. Münchner Weißwürste. Also, ich würde es ja lieber Münchner Scheißwürste nennen. Aber man kann ja nichts gegen die Kultur machen. Also, Birk, Schwarzwälder. Ach, mir ist immer noch schlecht, aber nee, es geht jetzt nicht, das ist kotzig. Ich habe heute auch nichts gegessen. Warum hast du jetzt die Pause gemacht? Das interessiert mich jetzt wirklich. Na, wegen diesem bisschen Glas. Und da war, naja, wie soll ich sagen, hier, das ist. Verstehst du, was ich meine? Na, erkennst du dich selber in diesem Glas wieder? Ach so! Ja, genau, der ewige Fluch. Ja, ja, das ist, ich weiß, das fickt den das Kopf. Das hat mich jetzt gerade, das habe ich jetzt. Naja, sei froh, dass du nie in meine Haut steckst, das fickt so ich den Kopf. Ich deine Haut stecken. Naja. So, jetzt haben wir auf jeden Fall Maiskolben vakuumverpackt. Oh, Junge, sorry, ich wollte dich nie erschrecken. Nee, ich wollte, nee, alles gut. Ja, ich wollte dich nie erschrecken. So, wir haben eine Milchfotze. Alter, das brauche ich dringend. Ich ja, kannst du haben. In Sektor. Ja, ja. Junge, Erbs. Ach, du bist ja immer noch da. Ich dachte, du warst schon lange weg. Münchner Scheißwürste. So, oh, Kaffeesirup, Alter. Ja. Junge, stell mir vor, du bist so eine. Oh, du sitzt so früh am Essenstisch auf Arbeit. Bist übel schlecht gelaunt, jammerst über dein Leben mit deinen Kollegen und haust dir einfach Kaffeesirup in deinen verfickten Kaffee rein. Und das fickt mich einfach, dieser Gedanke. Kaffeesirup. Hier hast du noch mehr. Kaffeesirup, Alter. Ich weiß noch nicht. Also ich bin nicht der Typ, der hier süßen Kaffee trinkt. Also Eiskaffee oder so ein Schmutz, aber ey, muss alles nicht sein. Weißt du nicht.
Milch und das war's. Milch. Insektenmilch. Oh, scheiße. Oh nee, wir müssen doch noch zur anderen Packstation. Ich hab keinen Bock. Schatz, ey, es ist gerade alles so unangenehm, weil mir so übel ist. Ja, oh, ich hätte die sind noch stark. Boom! Oh, fuck! Ich hab's doch gerade gesagt mit dem Schatz, Alter. Mir ist schon wieder so schlecht. Das geht richtig auf den Magen. Warum habe ich die Kacke geäxt? Also insgesamt also, 2 Liter sind schon drin. Also Alter, da habe ich jetzt knapp 3 Liter Energy Intus. Du hast heute schon... Ich hab seit... Nee, wie viel ist das drin? Oh. Nee, ah. Ein halber Liter pro Junge. Ich weiß, ich kann nicht mehr klar denken. Oh. Mir steckt Gönnergy in der Speiseröhre. Das ist Alter. Die Throat des Marcel. Oh nee, ich komm gerade echt nicht klar. Naja. Ja, wir packen das jetzt alles zusammen. Und dann geht's an die nächste Parkstation und die ist bloß 3 Straßen weiter. 5 Minuten, das passt. Hey! So. Ja, wir nähern uns hier langsam dem Finale. Also. Es ist auf jeden Fall alles ziemlich entspannt. Ne? Ich werde mich dann schön mit Pickups vollfressen. Die gesamte Woche. Deswegen vielen, vielen Dank für die Pickups. Ich mag Süßigkeiten, ich liebe Süßigkeiten. Und ich liebe halt wirklich alles, was irgendwie geil ist. So, ich einfach, ja, das Leben muss ja auch irgendwie geil gestaltet werden. Und alles, was geil ist, ja, das will ich mir halt schon gönnen. So. Geh ich also. Dir für gönnen? Ja, also dieser Gönnergy ist halt wirklich absolut brillant. Also diese Marke. Na, ich werde mich freuen, dann den restlichen Sommer völlig bekifft, dann ja, dieses Zeug reinzupfeifen. Und naja, vielen, Alter, vielen lieben Dank für die Softies. Ja. Und ja, es stellt mich ja wirklich alles zufrieden. Ein Geschenk von Transe Hanno. Vielen Dank, guter Herr. Wir verfolgen dich schon seit du flüssig bist. Deswegen Hanno, Fritz. Okay. Ich werde verfolgt, seitdem ich flüssig bin. Aber cooler wäre es, wenn man mich flüssig verfolgt. Ich habe ganz vergessen zu erwähnen. Ja, er stört halt meine Sehne. Da raste ich ein bisschen aus. Nee, das Video lade ich am Donnerstag, also am 20. hoch. Und, Junge, okay. Alter, Junge, okay, ganz entspannt. Das heißt, am 20. Also quasi, wenn ihr das seht, ist ja der 20. Bei mir ist es noch, also ist es erst in 2 Tagen. Ich habe vorbestellt 2 Karten, einmal für Barbie und direkt im Anschluss Oppenheimer. Und ihr alle habt die Pflicht, beide Filme zu gucken, am besten noch zu Release-Tag. Aber sofort zu spoilern. Ja, genau. Also schaut Oppenheimer, schaut Barbie und ja, bleibt stabil, Leute. Schiptal!